Da sind wir wieder bei The Moment of Silence. Ja, ich habe nachgeschlagen und die Zahlen in dem Video weisen auf Koordinaten hin, die wir hier eingeben müssen. Deswegen bin ich schon mal hierher gekommen. Es ist ja an sich gar nicht so unlogisch, dass das was zu bedeuten hat. Aber ehrlich, es war total offensichtlich, dass es ein Flugzeugschließfach ist. Und rein von der Logik her, alle Schließfächer, wo noch ein Schlüssel drin steckt, scheiden aus, weil die sind ja offen. Und da unser Nachbar vor etwa 2 Tagen von der Polizei mitgenommen worden ist, müssten wir also nur die Fächer kontrollieren, die seit mindestens 2 Tagen schon zu sind. Man kann ja anhand des Nachzahlbetrags, der da eingeblendet wird, erkennen, wie lange das schon zu ist. So viel Auswahl wird es da nicht gegeben haben. Hätte man einfach mal ausprobieren können, aber nein. Nein, das ist zu viel für Peter. Der fliegt einfach nochmal durch die Weltgeschichte. Kostet ja nichts. Okay. Ja, ich habe mir den Code aufgeschrieben. Stellt euch vor, ich hätte das nicht gemacht, dann hätte ich jetzt nochmal zurückgemusst. Also ich hätte nochmal zurück nach Hause gemusst, um das Video nochmal zu gucken. Ah, das hat er jetzt mitgenommen, das ist schon mal gut. Ja, und noch ein Satellit. Ja, ich würde sagen, wir rufen jetzt Mrs. Oswald an. Hier ist die Voicebox. Versuchen. Okay, wir rufen nicht Mrs. Oswald an. Guck jetzt mal, ob wir noch mal mit dem Seti-Mann reden können. Also dem Professor da. Hat schon mal jemand von euch Seti at Home installiert? Gibt's das überhaupt noch? Ja, oder? Muss ich gleich mal nachschlagen. Ich hoffe, ich denke dran. Dr. Price, ich bin's nochmal. Was haben Sie auf dem Herzen? Ich sehe mich okay, es gibt nichts, was wir nochmal mit dem bereden können. Ja, wir haben jetzt also die Fotos und wir gehen jetzt zu Mrs. Oswald, weil vielleicht kann die uns da irgendwas zu sagen. Ich denke ja eher nicht, aber gut. Andererseits möchte ich auch mal eben gucken, weil normalerweise steht doch an diesen Schließfachschlüsseln immer eine Nummer dran, also von dem Schließfach, wo es zugehört. Nee, zur Lounge wollte ich gar nicht. Wo war denn hier die Info? Und vielleicht kann uns die hier an der Info sagen, was ist das denn? Ja, da sitzen so Leute. Würde ja sagen, das sind Penner. Huch. Vielleicht kann die jetzt noch was zu Guten Tag, sagen. Madame. Guten Tag. Ich brauche. Es geht um. Ist es sicher? Seien Sie ganz unbesorgt. Wir hatten ihn über WLAN. Bla bla, das hatten wir noch schon. Etwas. Verkaufen Sie mir ein Ticket, bitte. Aber gern. Haben Sie Ihre Lotteriegewinnbescheinigung dabei? Nein. Was denn für eine Lotteriebescheinigung? Luna 5 hat zurzeit Winners Season. Aha, und das heißt? Die gesamte Station ist reserviert für die glücklichen Gewinner der staatlichen Lotterie. Es gibt also keine Möglichkeit für einen Normalsterblichen ein Ticket zu kaufen? Nicht in der Winner Season, nein. Und wann ist die zu Ende, die Winner Season? Ehrlich gesagt, Sir, das weiß ich nicht genau. Ich sehe nur im Computer, dass Winner Season ist.
Vielleicht erkundigen Sie sich bei der Luna 5 Holding. Tja, das ist schade. Es tut mir leid. Vielleicht kann ich Ihnen ja mit einer anderen Reise weiterhelfen. Nein, ich glaube nicht, danke. Okay. Das wär's für den Moment. Das bringt irgendwie auch nichts. Gibt hier sonst noch was? Ist ja hier immer echt Pixelsuche. Peter, warum kannst du jetzt nicht da hingehen? Oh. Ne, hier ist nix. Ja, jetzt können wir uns seine hässlichen Schuhe angucken. Haben die vorhin auch schon da gesessen? Ich weiß es nicht. Wir gehen jetzt dann zurück zu Mrs. Oswald. Das hat uns ja jetzt hier alles überhaupt nichts gebracht. Dieses Spiel ist sehr ermüdend. Diese Fahrstuhlszene hier ist auch immer total überflüssig. Nein, ich lasse sie jetzt mal ein bisschen zur Ruhe kommen. Wie bitte? Hallo? Auf dem Foto ist ein Satellit zu sehen. Das ist merkwürdig. Wieso richtet das SETI seine Geräte auf Satelliten? Auf dem Foto ist ein Satellit zu sehen. Das ist merkwürdig. Wieso? Nein, ich lasse... Ey, willst du mich verarschen? Mit wem soll ich denn jetzt darüber reden? Spiel schafft mich, ehrlich. Gut, ich würde sagen, wir reden jetzt mit Cypher drüber. Wenn der auch nicht mehr weiß, dann kann mich dieses Spiel mal gerne haben. Dann spiele ich wirklich Stroh nach Lösung. Das ist mir zu blöd. Gut, vielleicht weiß Lou ja auch schon was. Hallo, ich bin's nochmal. Was geht, Mann? Ich muss... Kann ich dem die Fotos zeigen? Nein.
Hier, sieh dir das mal an. Wo hast du die Fotos her? Vom SETI. Wie? Vom SETI? Sie haben da ein Besucherobservatorium. Man kann Fotos von bestimmten Koordinaten des Sternenhimmels machen und sich anschauen, worauf das SETI seine Schüsseln richtet. Und dabei sind diese Bilder herausgekommen? Das sind Satelliten, Mann. Kommunikationssatelliten. Über diese Dinger läuft der globale Datenverkehr. Was wollen die Jungs vom SETI denn damit? Das wollte ich eigentlich dich fragen. Wie bist du denn an die Koordinaten gekommen? Sie stammen von einem Videoband, das ich gefunden habe. Es wurde auch im SETI aufgenommen. Hey, Mann, das ist spannend. Das SETI lauscht Kommunikationssatelliten ab. Das ist Teil der Alien-Verschwörung. Hör doch mal auf mit einer Alien-Verschwörung. Was könnte da dahinter stecken? Es ist völlig klar. Sie sammeln Daten über uns, Mann. Sie filtern unsere Kommunikation. Lässt du mir die Fotos hier? Nein, ich brauche sie noch. Du musst mir unbedingt sagen, was du noch rausfindest, Mann. Ich tue alles für dich. Wir werden sehen. Ich muss mir erst mal selbst einen Reim darauf machen. Wir sehen uns. Okay, das hat uns jetzt nicht so richtig weitergebracht, aber vielleicht können wir ja jetzt mit Mrs. Oswald reden. Hier ist die Voicebook. Versuchen Sie... Nein, können wir nicht. Ich bin's wieder. Ah, sieh mal an. Unser subversiver Kollege. Na, Komplize, zu welchen Schandtaten kann man dir heute gratulieren? Ich mag den ja irgendwie. Ich war beim SETI und hab mich da ein wenig umgesehen. Und? Hast du herausgefunden, was dein geheimnisvoller Freund da wollte? Ich habe ein paar merkwürdige Bilder gemacht. Ah, noch mehr merkwürdige Bilder. Ist das so eine Art Hobby von dir? Ich habe keine Ahnung, was sie zu bedeuten haben. Zeig mal her. Okay, danke. Das hatten wir schon. Na gut. Mit Rita reden. Ich mag die ja irgendwie. Ist, glaube ich, die einzig vernünftige Person in diesem Spiel. Hi, Rita, ich bin's wieder. Ich sehe. Hast du noch mal kurz. Na klar. Ich muss los. Okay. Hi, Rita, ich bin's wieder. Ich sehe. Hast du noch mal. Na klar. Ich muss los. Okay. Eine Stunde nur und die Werbung wird immer noch eingeblendet. Mensch! Ich habe mir jetzt vorgenommen, etwas längere Parts aufzunehmen, damit dieses Spiel schneller zu Ende geht. Ja, hört sich böse an, ist aber so. Also wenn ich denn mal auf die Uhr gucke, werde ich auf jeden Fall 20 Minuten und nicht nur 15 machen. Weil in diesen Parts auch immer so wenig passiert, dann sollen sie wenigstens ein bisschen länger sein. Ja, ich fahre jetzt nochmal nach Hause. Ja, muss ich ja. Ich muss ja noch mit Mrs. Oswald reden. Die jetzt hoffentlich mehr weiß. Ich könnte natürlich auch nochmal unsere Chatpartnerin fragen, die dann wieder neugierige Fragen stellt. Könnte ich eigentlich auch machen. Die ist ganz merkwürdig, die Frau. Vielleicht ist es in Wirklichkeit wirklich ein fetter Kerl oder so. Weil musst du erst dahin laufen, um zu sagen, nee, jetzt nicht. Nein. Oh, was ist jetzt? Ich hasse dich, Peter. Ich hasse dich. Schau, dass man in diesem Spiel nicht sterben kann. Ich würde dich dauernd abkratzen lassen. Würdest du bitte mal in dein Wohnzimmer gehen? Dankeschön. Ist der nervig. Peter, Hallihallo.
Ich hatte einen tollen Tag. Wie war Ihrer? Ich war unterwegs. Schön. Wo sind Sie gewesen? In Arecibo. Aha, was? Ich hab... Was? Nun ja. Wie kam... Hat es... Sie fragt... Oh, also. Ja. Ich habe das schön und nicht... Ich denke mehr, ich muss wissen. Na toll, das war der Chat, den wir letztes Mal schon hatten. Tja. Und ich weiß schon wieder nicht, was ich tun muss. Ich habe auch keinen Bock, wieder zur Arbeit zu gehen, bloß damit mir Bill und Brian wieder genau dasselbe sagen wie vorher. Ich werde jetzt nochmal gucken, ob ich jetzt irgendwas mit dem Schließfach machen kann. Warum ist der Fahrstuhl immer wieder ganz unten, wenn ich hierher komme? Ich weiß es echt nicht. Wir müssen doch bestimmt irgendwas tun, um an so einen Lottoschein zu kommen. So einen Lotteriegewinnschein. Ich gehe jetzt nochmal in die Lounge, vielleicht ist da ja was. Gehen können wir immer noch nichts machen. Hier ist nichts, die Bar ist hier hinten. Doch irgendwas zum Anklicken geben. Nein, gibt's nicht. Fenster? Konnten wir das vorher auch schon untersuchen? Ist schon traurig, die Obdachlosen so zu sehen. Ach, schon wieder die Jungs. Ich bin gleich wieder für sie da. Hä? Oh, das war aber einfach. Jetzt geht sie dahin und macht den armen Teufel wieder die Hölle heiß. Was für eine Welt. Ach komm, Peter, das ist praktisch. Wir müssen doch eh dahin. Nein, geh da hin. Überwachungssystem? Was machst du? Hey, Peter! Sag mir, was du tust. Ist es Mr. Oswald? Ach klar, das ist die Zeit, die wir gesehen haben auf der Uhr, auf dem Video. Ja, Leute, ich kann leider nicht vorspulen. Mal sehen, ob ich das Zahlenschloss herangezoomt kriege. Na also, der Zahlencode ist 2543. Aha, gibt's hier sonst noch was?
Nein. Die sitzen aber immer noch da. Rennen, danke. Welches Schloss ist es denn jetzt? Tada! Ein Notizbuch. Oh, ein Tagebuch sogar. Und ich würde sagen, das lesen wir im nächsten Part. Bis dahin.